Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Joshua Wesely und ja, wir sitzen nicht im Studio. Das liegt einfach daran, dass unser komplettes Studio abgebaut ist, weil wir momentan einen Kinofilm drehen. Wenn du darüber auf dem Laufenden gehalten werden willst, dann kannst du gerne unten uns eine E-Mail schreiben, eine E-Mail-Adresse oder einfach in das Kontaktformular eintragen und dann halten wir dich auf dem Laufenden. Vor ein paar Tagen habe ich Welche Liebe im Auto gehört und das Lied spricht davon, wie groß und wie herrlich Gott ist. Und wenn wir eines Tages vor ihm stehen, dann ist das alles noch so viel großartiger und noch schöner. Ich meine diesen Teil vom Lied. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, hat die USA vor ein paar Tagen gewählt und die Auszählung hat ewig gedauert, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Und weil ich viele amerikanische Freunde habe und weil wir nach Amerika ziehen möchten, habe ich mich da ziemlich in das ganze Thema Wahl reingedacht. Wir haben jede Debatte nachts live geschaut. Wir haben vielen Politiksendern gefolgt, auf Instagram, im Fernsehen. Und als die Auszählung dann war, haben wir die ganze Zeit gezittert. Wir dachten, okay, wer gewinnt jetzt? Das war voll spannend. Und vielleicht kennst du das auch, wenn man dann so den ganzen Tag so ein mulmiges Gefühl hat, man hat so eine negative Einstellung, weil man denkt, es geht so und so aus und das ist nicht so, wie man es auch haben möchte. Und das bedrückt einen den ganzen Tag und man ist den ganzen Tag so beklemmt. Und als ich dann abends zu einem Freund gefahren bin, liebe Grüße gehen raus an Silas, und als ich dann abends Welche Liebe gehört habe, ist mir aufgefallen, wie falsch oft unser Fokus liegt. Wir sehen so viel auf Politik, auf Familie, auf Freunde, auf Geld, auf Karriere, auf Schule, sind wir so oft fokussiert. Obwohl Jesus uns gesagt hat, dass wir gar nicht von dieser Welt sind. In der Bibel steht nämlich, in solchem Vertrauen sind sie alle gestorben. Abraham, Isaak und Jakob, also die großen Gründungsväter von Israel. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf dieser Erde waren. Hebräer 11,13. Und Jesus hat auch noch gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und ich möchte dich fragen, warum lebst du auf dieser Welt? Wir leben auf dieser Welt nicht, um Spaß zu haben. Jakobus 4,4. Und ich habe ein cooles Beispiel. Lass uns dafür mal auf die Wiese gehen. Herzlich willkommen auf der Wiese. Ich habe was. Und zwar das hier. Jeder, der euch erzählen will, irgendein Deutscher hat dieses Bild erfunden. Stimmt nicht, das war ein Amerikaner. Das ist dein Leben. Also eigentlich das da ist dein Leben auf dieser Erde. Und all das Rote, ich zeig dir mal, wie viel das ist deine Ewigkeit. Komm mal mit. Also das alles hier, nur das Schwarze ist dein Leben hier, ne? Das Rote hier ist die Ewigkeit. Haben wir hier viel Ewigkeit, hä? Es gibt auch einen Knoten in der Ewigkeit. Alles Ewigkeit. Immer noch Ewigkeit. Alles voller Ewigkeit. Hier. Und nur das hier ist ein kleines Leben auf der Erde. Das alles hier ist eine Ewigkeit. Und damit zurück auf den Stuhl. Okay, wieder zurück. Okay, wie lebst du? Jagst du deinem Job nach? Hast du deinen Fokus auf Geld verdienen, auf Familie, Freunde, Partner oder Sex? Oder ist dein Fokus wirklich darauf, Menschen zu Gott zu führen? Markus 16,15. Und eine Freude für Gott zu sein. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Okay, gut, aber wie viel Zeit verbringst du denn damit? Sonntags 2 Stunden, dann noch der Gebetskreis, und jeden Morgen der Vers des Tages. Eben. Wenn etwas in deinem Leben das Wichtigste ist, dann sollten wir auch unsere Zeit danach stellen. Und wenn du nur 12 Stunden von 744 Stunden im Monat dich damit beschäftigst, wie kann das dann das Wichtigste in deinem Leben sein? Denk einfach mal drüber nach und wie du dein Leben vielleicht mal wieder richtig in Fokus bringen möchtest und weg von Freunden, anderen Menschen gefallen, Geld verdienen, sondern mehr darauf, worauf es eigentlich ankommt in deinem Leben. Und das ist Jesus zu gefallen und da rauszugehen in diese Welt und Menschen zu Jesu Jüngern zu machen. Schau mal, wie viel heute hast du schon damit verbracht?